von Real Madrid war Omar Mascarell in diesem Sommer zu Schalke 04 gewechselt, nachdem er bereits Bundesliga-Erfahrungen in Frankfurt gesammelt hatte. Bisher konnte er für die Königsblauen allerdings noch kein Pflichtspiel bestreiten, was an der Verletzung liegt, die sich der Spanier in der Vorbereitung zugezogen hatte. Dass er auf sein Comeback brennt und sich mit seinem neuen Verein bereits gut identifiziert, offenbart ein Interview auf der offiziellen Club-Website. Keine Schmerzen, das Comeback von Mascarell steht bevor. Es war eine Partie zur Vorbereitung, die die Schalker gegen den französischen Club SC Angers bestritten. Für Mascarell begannen damit die Probleme am Oberschenkel, die seinen Saisonplan über den Haufen warfen. Seitdem konnte der 25-Jährige lediglich von der Tribüne zuschauen, wie sich das Team von Tedesco in der neuen Saison mühte. Dass der defensive Mittelfeldspieler für den Trainer dabei schon zeitnah wieder zum Thema werden könnte, deutet er selbst an. Ich habe keinerlei Probleme oder irgendwelche Schmerzen. Ich bin bereit, wieder zu spielen. Er sei sehr glücklich darüber, in der vergangenen Woche Teile des Mannschaftstrainings absolviert zu haben und in dieser Woche wieder voll integriert zu sein, müssen unseren Fußball zeigen. Mascarell über das anstehende Spiel in Gladbach. Gleichzeitig sprach der Spanier aber auch über die kommenden Aufgaben seines neuen Arbeitgebers. Natürlich sind die kommenden Aufgaben sehr schwer. Aber zunächst müssen wir uns nur auf Mönchengladbach konzentrieren. Gleichzeitig hat der Mittelfeldspieler auch eine Idee, wie es mit dem Sieg funktionieren soll. Wir müssen dort wieder unseren Fußball zeigen und mutig auftreten, dass sich Mascarell bereits mit seinen Teamkollegen versteht und mit dem Club identifiziert, lässt sich auch an Aussagen wie diesen ableiten. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und stehen zusammen wie eine Familie, daher wird der Erfolg auch wiederkommen. Ob die Prognose des Spielers eintrifft und welche Rolle er im Duell gegen die Fohlen spielen wird, entscheidet sich am Samstagabend um 18:30 Uhr.